Yo YouTube, was geht ab? Wir haben im letzten Stream auf eure Tellonym-Fragen reagiert. Es ist unglaublich lustig, aber auch sehr, sehr grob geworden. Also bleibt bis zum Ende dran, wenn ihr euch ein bisschen wegcringen wollt, wenn ihr ein bisschen, ja, Unterhaltung wollt einfach. Wir werden das Ganze sicher in absehbarer Zeit nochmal machen. Also klickt gerne auf den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr auch eine anonyme Frage stellen wollt. Dann würde es mich natürlich ganz doll freuen, wenn ihr, kleines bisschen Werbung am Rande, auf Instagram, TikTok, YouTube vorbeikommt. Weil da poste ich gerade immer jeden Tag Reels und Shorts und TikToks. Und da würde ich mich ganz, ganz doll freuen, wenn ihr da ein kleines bisschen supporten wollt, weil Support ist kostenlos und hilft mir ganz doll. Also ganz viel Liebe, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Joint gerne noch auf mein Discord und schaut natürlich ganz, ganz gern auch noch auf Twitch vorbei, weil da mache ich jeden Tag Content, jeden Tag bin ich live. Ich habe gejappt, viel Spaß bei dem Video. Ja, fangen wir an, oder? Aber wie machen wir das, dass man immer nur einen sieht? Weil das finde ich kacke, wenn man so alle sieht immer. Okay, gut, wir fangen an. Wen oder was liebst du? Ich glaube, den habe ich schon immer beantwortet. Wen oder was liebe ich? Liebe meine Freunde, meine Familie und mein Leben. Bist du noch mit vielen Freunden aus der Kindheit befreundet? Es geht. Meine Nachbarin wohnt neben mir, seit ich existiere. Und ihr Bruder, den kenne ich auch schon, seit ich existiere. Sonst so aus der Grundschule folge ich noch einigen auf Insta. Und immer, wenn man sich auf irgendwelchen Feiern oder so sieht, dann ist es auch immer noch cool. Aber Aktivkontakt würde ich jetzt nicht sagen, nee. Die meisten Freunde, mit denen ich jetzt aktiv bin, kenne ich so zwischen 1 bis 6 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Trinkst du Alkohol? Ich glaube, das Thema haben wir eben schon abgehakt. Ein wenig, hin und wieder mal in Maßen, selbstverständlich. Was, wenn der Partner jemand anderes mit Herzchen eingespeichert hat? Ich habe viele Leute mit Herzchen eingespeichert. Ich habe zwar auch keinen Freund oder keine Freundin, aber das kommt voll drauf an. Wenn es dich irgendwie unsicher macht, dann redet drüber. Und wenn er dir irgendwie sagen kann, ich mache das, weil ich die Leute da wirklich gern habe, aber also da müsst ihr drüber reden, um Gottes Willen. Ich bin kein Beziehungsberater, aber für mich wäre es in Ordnung. Bist du bi? Also wenn das ist, so zu fragen. Schon, würde ich schon so sagen. Also ich habe zwar noch nicht unglaublich viele Erfahrungen mit Frauen gemacht, aber also ein paar schon. Würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall auch Frauen attraktiv finde, sage ich mal so. Würdest du einem Ex nochmal eine Chance geben und wieso? Kommt darauf an, ob die Beziehung, wie die Beziehung auseinandergegangen ist und warum man sich getrennt hat. Ich bin schon der Meinung, dass Menschen sich ändern können und dass Menschen auch, weiß ich nicht, sich zum Beispiel zur falschen Zeit treffen können, so von wegen right person, wrong time. Habt ihr sicher schon mal gehört? Also ich persönlich würde mit keinem von meinen Ex-Freunden in naher Zukunft wieder zusammenkommen. Ich glaube, der nächste wird gut. So, hier. So. So, wir lesen vor. Du zeigst so viel Haut auf Insta, aber du hast nur 2200 Follower. Das würde mir an deiner Stelle zu denken geben. Andere Frauen hätten mehr als das Zehnfache und das ist noch untertrieben. Was bedeutet das wohl? Möglicherweise bist du einfach nicht attraktiv genug für solche Bilder. Vielleicht solltest du das akzeptieren und dich lieber etwas zurückziehen. Das ist wirklich nur lieb gemeint, aber bitte mach dich doch nicht weiter zum Clown. Die Person meint es sogar wirklich ernst, Mann. Also, ich existiere auf Instagram, weil ich daran Spaß habe. Ich mache das Ganze sehr, sehr gerne. Ich mache sehr, sehr, sehr gerne Bilder von mir. Ich mache sehr, sehr, sehr gerne Bilder von meiner Umgebung, von meinen Freunden, von Essen, vom Reisen, von allem, was so existiert. Die meisten Leute, die wirklich groß sind, die haben sind durch irgendwelche Gründe viral gegangen. Aber mir ging es nie darum, irgendwie größer zu werden. Oder die meisten Leute sind auf 25 verschiedenen Plattformen aktiv, auf TikTok, Instagram, machen 1000 Reels jeden Tag, machen 1000 TikToks jeden Tag. Und dadurch wirst du halt groß. Dadurch baust du dir eine Reichweite auf. Aber ich habe nie mit meinem Content versucht, irgendwie viele Leute anzusprechen, sondern habe das eigentlich halt immer für mich gemacht. Ja, mir ging es nie darum, viel Follower zu bekommen. So, hier würde ich mich freuen über Follower. Also folgt mal rein, weil da kann ich eventuell meinen Lebensunterhalt, wenn ich Glück habe, mitverdienen. Willst du sagen, du magst Sommer oder lieber Winter? Kann ich nicht sagen. Ich glaube Sommer, weil ich einfach Wärme sehr gerne. Also ich mag halt so Meer und an See fahren und mit Freunden draußen sein bis mitten in der Nacht. Und es ist immer noch warm, finde ich halt geil. Ich liebe es aber auch Ski zu fahren. Ich liebe Schneelandschaften und alles. Also kann ich wirklich auch einfach nicht sagen. Hast du einen Freund? Nein, ich habe keinen Freund. Kam schon mal dazu, dass du über deinen Beziehungsstatus gelogen hast? Wie kam es dazu? Ja, ich habe selbst schon mal gesagt, dass ich einen Freund habe, obwohl ich keinen habe, weil mir irgendjemand ja zu aufdringlich war oder so. Keine Ahnung. Was benötigt man, um dich auf ein Date einzuladen? Riss braucht man.
Nein, also man muss schon charmant sein, denke ich. Ja, vielmehr eigentlich nicht, oder? Weil ich meine, so ein Date ist ja was Unverbindliches erstmal. Für ein Date braucht es jetzt noch nicht sonderlich viel, würde ich sagen. Ja, Geld. 18 cm plus. Oh, jetzt wird's wild, glaube ich. Hey, ich bin zwar in einer Relationship, habe aber noch spicy Bilder von dir auf dem Handy und schaue mir die gelegentlich immer noch an. Du weißt schon, haha, hoffe es, okay. Tangiert mich ja relativ wenig. Ich weiß nicht, ob deine Freundin davon Bescheid weiß. Kurze Storytime. Mein Ex-Freund musste mich auf Instagram blockieren, weil seine neue Freundin das nicht wollte. Ja. Spicy Bilder. Ja, gibt's auch alles auf meinem Instagram zu finden. Viel spicier war es früher auch nicht, aber da war ich halt noch minderjährig. Oh. Wann kommt OnlyFans? Jungs, wann kommt OnlyFans? Ich weiß es doch nicht. Wann kommt OnlyFans? Sagt ihr es mir. Hier, nächste direkt. Wann kommt dein OnlyFans oder kommt das eher nie? Hast du eigentlich wirklich mal überlegt, einen OnlyFans-Account zu machen? Überlegt, safe. Und dann habe ich gemerkt, ich sag da gar nichts zu, das ist mir alles zu spicy hier. Beschreibe deine Persönlichkeit in drei Worten, um Gottes Willen. Bestimmerisch oder eher Mitläufer? Kommt auf die Situation drauf an. Ich kann, in manchen Situationen ist es mir schon wichtig zu sagen, was gemacht wird, weil es mir halt einfach wichtig ist, was gemacht wird, so, wenn ich auf irgendwas Bock habe oder so. Also wirklich Bock habe. Und wenn sich nicht entschieden werden kann oder so, dann kann ich schon auch mal durchgreifen. Aber ich kann auch mitlaufen, wenn ich sage, ja, ich habe da jetzt wirklich keine Präferenz oder so, dann bin ich so... Bin ich Mitläufer, kein Ding. Mach gern mit. Was du sagst, ne? Der nächste stark. Willst mal Sex mit einer Jungfrau? Jungfrau im Sinne von Männer und Frauen nehme ich jetzt mal an. Hatte ich tatsächlich schon. Also ich habe schon einmal Geschlechtsverkehr mit einer zu dem Zeitpunkt jungfräulichen Person gehabt. Wie kacke war das gerade umschrieben, Alter? Krass. Wie groß bist du? Ich bin 1,75. Schon mal aus Versehen leicht bekleidet von jemandem gesehen worden, der es nicht sollte? Bestimmt. Ich laufe oft relativ leicht bekleidet durch die Wohnung, durch die Gegend und so Sachen. Durch unseren Garten und so. Würdest du einen Zuschauer daten? Ich weiß nicht, ab wann ihr sagt, das ist wirklich aktiv ein Zuschauer. Basically alle meine Freunde sind in irgendeiner Hinsicht Zuschauer, weil ich bin jetzt noch nicht so groß, dass es irgendwie krass ist. Also das kann ich jetzt zu meiner Größe irgendwie noch nicht sagen, glaube ich. Und wann dürfen die Mods aus deinem Keller? Machst du Sport? Ja, mehr oder weniger. Also ich mache zurzeit, schau, dass ich dreimal die Woche, also das klingt jetzt aber kacke, aber ich mache so, ich gehe auf YouTube und dann schaue ich mir so Choreografien an und dann tanze ich die nach. Weil Tanzen ist so eine der Sachen, die mir einfach sporttechnisch am meisten Spaß macht und genau. Nervt dich das nicht, so sexualisiert zu werden? Ich muss zu einer, also zur einen Seite muss ich sagen, wenn ich, also klar, das Ding ist, du bist als Frau irgendwo immer sexualisiert und dann habe ich mir gedacht, so kann ich meine gewissen Reize auch irgendwo nutzen, oder? Keine Ahnung. Wir werden das Ganze sicher in absehbarer Zeit nochmal machen, also klickt gerne auf den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr auch eine anonyme Frage stellen wollt. Dann würde es mich natürlich ganz doll freuen, wenn ihr, kleines bisschen Werbung am Rande, auf Instagram, TikTok, YouTube vorbeiguckt, weil da poste ich gerade immer jeden Tag Reels und Shorts und TikToks. Und da würde ich mich ganz, ganz doll freuen, wenn ihr da ein kleines bisschen supporten wollt, weil Support ist kostenlos und hilft mir ganz doll. Joint gerne noch auf meinen Discord und schaut natürlich ganz, ganz gern auch noch auf Twitch vorbei, weil da mache ich jeden Tag Content, jeden Tag bin ich live.